Jo, da wäre ich wieder. Und ich habe ein Muster. Deswegen muss das hier alles weg. Und wir brauchen noch ganz viel mehr davon. Oh ja, das ist praktisch. Ganz viel Eisen. Da hätte ich gerne noch zwei von. Also das Muster ist folgendermaßen. Wir hatten ja hier die Mitte definiert. Das heißt, ich mache einfach dim, 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 dim. Das ist die Mitte. Da kommt Leichtöl rein, weil Leichtöl ist mit das Wichtigste für uns, weil daraus machen wir die Fuelblocks. Und Fuelblocks sind Strom und Strom ist alles. Das heißt, da haben wir ein paar mehr Tanks für. Dann kommt hier ein Tank hin, da ein Tank hin, einer für Schweröl, einer für Petroleumgas. Und dann kommen hier oben, habe ich leider jetzt nicht genug Tanks für, von den guten, aber kommt später. Kommt hier dann die Schwefelsäure hin. Also das Unterprodukt von dem Gas. Und hier kommt das Lubricant hin, also das Unterprodukt von dem Schweröl. Geht dann irgendwie über zwei Ecken. Das Leichtöl geht... Oh. Hm, ist okay. Hoffe ich. Da müsste ein Topazdom bei sein. Ja. Also, Leichtöl geht dann hier hoch. Und für das Leichtöl brauchen wir mindestens 6 von den... Chemical Plants. Das heißt, wir brauchen mehr. Zip, 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 zip. Und dann hier noch 2 ran und den restlichen Platz lassen wir auch noch frei, damit wir es eventuell später auf 8 oder sogar auf 10. Ne, sogar auf 10. Können wir es auf 10 expandieren. Dann hätten wir 10 Chemical Plants, die durchgehend nur daran arbeiten, Fuel Blocks herzustellen. Das ist schon krass. So. Genau, hier kommt das Leichtöl. Das Leichtöl würden wir von hier einfach... Geht das bis da oben? Ja, super. Also wir sollten es vorher noch einmal splitten, ha? So, und dann geht das von hier aus... Brauchen wir gar nicht. Nehmen wir einfach von hier. Tack, tack. Tack, tack. So, richtig. Sieht ein bisschen komisch aus. Mach mal den weg und mach da Untergrunddinge. Ist zwar absolute, ne, Verschwendung, aber sieht ein kleines bisschen besser aus. Also die müssten jetzt alle versorgt sein mit dem Leichtöl, was dann später hier reinkommt. Oh, das ist der 5. Drill. Das ging sehr schnell. Gefühlt. Erstmal nichts erforschen. Ich... bin irritiert. Ich muss gucken, wie viel Ressourcen das kostet. Wir können uns noch nicht mal den 4er-Drill holen, weil wir keinen 3er-Drill haben. Den 3er-Drill hatte ich gerade draußen vor die Tür gepackt, ne? Um... Ja, um Löcher in Mauern zu machen. Nein, um die... Tungsten-Geschichte abzubauen. Da. Bapp ruhig mal einen von den Türmen... Komm ich jetzt nicht ran. Ein von denen irgendwo hier noch hin. Bist du schon fertig? Ja, natürlich bist du fertig. Du warst super schnell. Zack, zack, zack. Durch da. Zu da. Du da. Hier ist nirgendwo ein einziger Topazturm. Und hier... Oh Gott. Wie überleben wir das nur jedes Mal? Du. Da einen hin. Ah doch, da ist einer. Übersieht man so leicht. Du da einen hin. So. Dann muss ich noch kurz, bist du... Du bist eine rote Kiste, ja. Schmeiß mal das alles da rein, damit wir jetzt ganz, ganz viel Tungsten bekommen. Okay. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Ich hätte gerne 2 weitere davon. Ich hätte gerne die Verkabelung für das Wasser. Wassertank wäre hier. Müssen wir nicht wirklich irgendwas ändern, außer dass wir aus der Kiste hier eine rote Kiste machen. Damit das alles weggebracht wird. Sand können wir schon mal so einsacken. Genau, Wasser kommt dann hoch. Angriff, klar, wo wir gerade die Türme gesetzt haben, sollte okay sein. Kommt hier hoch. Verteilt sich hier. Einmal dahin. Einmal... Was?
Lasertürme werden zerstört. Ein Turm schießt nur, was zur Hölle? Ja. Wie, was, wo? Roboter haben schon alles wieder weggemacht. Das ist sehr komisch. Ihr könntet ruhig irgendwelche Spuren hinterlassen. Ja, hier wurde irgendwas kaputt gemacht, das sieht man dann doch. Oh. Ja, viel mehr Topastürmer, viel mehr. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich dann am Ende dieser oder nächsten Folge wieder einen Zeitraffer mache mit 6-7 Pickaxe-Äxten lang auf die Dinger da einschlagen. Wobei, ich sollte doch jetzt die Vierer bauen können, richtig? Und was fehlt dann für die Fünfer? Zeug. 388 Rubber, 242. Das ist übel. Übel ist das. Haben wir so viel Rubber überhaupt noch? Geh mal kurz runter. Sonst müssten wir eventuell so eine Tree Farm wieder anschmeißen. Das wäre sehr komisch. Wo war meine Anlage? Hier. Nimm mal mit. Schmeiß den einen wieder rein. So. Ein großflächiger Angriff. Oder was fehlt hier? Da sind Angriffsspuren. Pew. Hinten was weggesnipert. Okay. Nö, hier ist alles okay. So, Vierer Drill ist da. Fünfer Drill bräuchte jetzt noch ein Indestructible Rotor. Ein Highly Advanced Frame. Genau, bau einen davon. Bau einen Rotor. Steel Blades für uns Ziegel für. Ziegelsteine, da kommen sie. Nom 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 nom. Blei, habe ich genug Blei? Ich sehe nur 39. Guck mal ganz kurz zu unserer Sonderschmelzanlage. Gib nochmal einen Stack Blei, bitte. Und einen Stack davon, damit wir gleich neue Spitzhacken machen können, damit ich mehr von Hand abbauen kann, falls ich es denn muss. Smart Item Exits. Davon brauchen wir wohl. Wie viel braucht man davon? 4. Krass. Okay. Da. Du musst die ganzen Lila-Chips vorher noch zusammenschustern und. Also es wird eine Weile dauern. Aber so viele brauchen wir von denen ja auch nicht. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum der Rotor schon wieder Mucken macht. Hast einfach nicht genug Ziegel. Die müssen noch nach und nach geliefert werden. Bauen nochmal ein Advanced. Und dann nur die Steel Blades. Düm. Ja, wird alles nachgeliefert. Okay. Sollte also. Ja, da ist er schon. Zack. So, wenn das jetzt alles durchgelaufen ist, dann können wir den 5er bauen. Was mich aber immer noch durchgehend davon ablenkt, dass ich eigentlich jetzt die Ölsachen machen wollte. Aber na gut. Wasser. Genau, beim Wasser waren wir gerade. Da. So, dann von hier nach. Was? Nach oben. Von da nach oben. Von da nach oben. Von da nach oben. So, Wasser hättest du schon mal. Öl. Öl kommt dann hier hin. In. Warte. 2 MK2 Tanks. Sollte eigentlich erstmal reichen. Das heißt, wir könnten hier dich mal nicht wegnehmen. So geht das. Dann bappen wir dich hier runter und füllen euch schon mal mit Öl auf. Damit die durchgehend arbeiten. Weil die haben ja eben gerade nur so auf halber Backe gearbeitet. Weil die Tanks ja schon voll sind. Also, das bitte vollpumpen. Dann Verteilung des Ganzen. Mach mal
hier hin. Warte mal, einen runter. Dahin. Dann geht sich nicht auf. Ja, okay. Dann von da aus nach links. Von da aus nach da. Von da aus nach da. Und schon haben wir keine Untergrunddinger mehr. Bau bitte davon welche. Und danach wieder normale Rohre. Das sind schon fast so viele, genau. So, du. Runter dahin. Runter dahin. Runter dahin. Du arbeitest schon, sehr gut. Klick. Verbunden, 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 alle verbunden. Ist jetzt halt alles nur durch das eine Rohr. Aber das ist noch nicht mal voll ausgelastet. Da brauchen wir keine MK2-Rohre oder sonstiges. Das war in der letzten Dietech-Version total anders. Da konnte man bei diesem Textstand, wo wir jetzt drauf sind, ohne Viererrohre gar nicht wirklich arbeiten. Also primär wegen der Schlacke. Aber gut. Also Leichtöl hätte ich jetzt ganz gerne raussortiert. Dafür nehme ich mal noch mehr davon und noch mehr davon. So. Leichtöl kommt raus, wird hier hingebracht. Leichtöl wird rausgenommen, wird auf dieselbe Höhe gebracht. Dann verbinden wir die einfach alle. Braucht noch mehr davon. Nimm mal ganz kurz den raus und liefer mir bitte. Ich weiß, ich habe es automatisiert. Normale Rohre. 100 Stück. Und Untergrundrohre. 100 Stück. 100 Stück reichen. Gott. Da. 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 Wo? Hier zwischen irgendwo. Erstmal verbinde ich die alle, damit sie sich... So. Und dann müssen wir irgendwo da hoch. Das heißt, wir machen von da runter nach da. Und damit es schick aussieht, von da nach da. Flup. Flup. Ganz viel Leichtöl. Guti. Das Ganze jetzt bitte nochmal für das Gas. Das müsste da hinten hin. Warum kriege ich keine Rohre angeflogen? Habt ihr irgendwie gerade Streik, Roboter? Nö. 550 haben nichts zu tun. Oh, ich habe Skynet eingemacht vor 10 Folgen oder so, ne? Mit welchen Robotern? Ich hoffe, den richtigen. Logistikbots, ja, hör mal aufzumachen. Ja, und mach hier ein Stack von den Frames schon mal soweit fertig. Ja, das sollte den Robotern erstmal reichen. So, wo war ich? Genau, ich wollte jetzt das Gas machen. Also. So. Gas kommt raus. Geht 2 Felder höher, damit wir noch mehr Platz haben. Verbindet sich hier mit dem da. Verbindet sich hier mit dem da. Verbindet sich hier mit dem. So. Ist verbunden, verbindet sich mit keiner anderen Flüssigkeit, dass da irgendwas schief laufen könnte. Nein, ist alles gut. Genau, 4 so eine komische Knubbel. So, und der Knubbel müsste jetzt damit irgendwie verbunden werden. Das heißt, wir machen da einen runter. Was? Da einen runter. Und das dahin. Du bist falsch. Das ist echt ein komischer Bug. So. Petroleumgas wäre hier, wird dann nach oben gebracht und wird dann hier aufgesplittet. Ja. Muss ich gucken. Also es wird hier aus Petroleumgas später Schwefelsäure gemacht. Das heißt, wir müssten hier unsere Schwefelgeschichte hinbappen. Petroleumgas selber brauchen wir für Plastik. Und für Plastik hätte ich auch ganz gerne 2 Fabriken.
Oder eine, die durchgehend Kohle bekommt. Was zur Hölle? Wir haben doch extra zwei Drills dahin gebaut. Mit Speedmodulen. Oh. Mit Speedmodulen. Oh, wahrscheinlich gleich ein schnelleres Ärmchen. Genau. Go, go, go. Haben wir dich vielleicht beschränkt auf irgendwie nur... Ne, das sind 50, du haben willst. Geh mal auf 100. Ah, oh, okay, das geht schnell. Ja, vielleicht doch nur eine Plastikfabrik. Wenn die wirklich durchgehend arbeitet, kommt die mit allem hinterher, was rote Chips wir brauchen könnten. Gut, also eine Plastikfabrik braucht das Petroleumgas. Das Rest kann hier verarbeitet werden zu Schwefelsäure. Und die Schwefelsäure bitte benutzt, um Batterien herzustellen und die Leichen zu zerlegen. Das heißt, die Leichenzerlegeanlagen kommen hier dann irgendwo hin. Dann passt das schon. So, Schweröl.